Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe ihr wisst, warum wir hier zusammenfinden. Gerade läuft ja unser California Countdown und passend zum California Countdown arbeiten wir all unsere, ich glaube es waren über 1600 Fragen bei Insta ab. Viele Fragen sind für die Tonne, sind frech und doof und was auch immer. Aber sehr viele sind sehr interessant und sehr cool. Und da war auch der Wunsch danach, mal wieder ein Tarantino-Ranking zu machen, ob sich denn irgendwas verändert hätte. Warum reden wir über Tarantino? Wir reden über Tarantino, weil Tarantino zusammen mit P.T. Anderson wahrscheinlich die beiden Regisseure sind, die am besten L.A. verstehen, transportieren, zeigen und vor allen Dingen sehr liebevoll behandeln. P.T. Anderson immer im Valley und Tarantino sehr gerne auf der anderen Seite der Berge in Hollywood oder Downtown oder Miracle Mile oder Inglewood oder wo auch immer der gute Mann meint, er müsste sein Setting aufbauen. So, und alles, was nicht in 90 Sekunden passt, dafür gehen wir jetzt mal zurück zu YouTube. Ganz oldschool und gucken uns das einmal an, verbringen ein bisschen mehr Zeit miteinander und können bei diesem Thema ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Jedes Ranking, ja, auf dieser Welt ist eine rein subjektive Sache. Ich versuche meine subjektive Meinung so gut wie es geht darzulegen. Ich weiß jetzt schon, dass es mit vielen Leuten überhaupt nicht übereinstimmen wird. Da kann ich aber nichts machen. Ich kann euch nur erklären, warum das so ist, wie ich das sehe. Ja? Und es gibt jetzt hier nur die Kategorien King, Top, Cool und Okay. Weil ich finde keinen Tarantino-Film wirklich schlecht. Das fände ich, wäre Meckern auf sehr hohem Niveau. Ich finde aber, dass es zwei Filme gibt, die nur okay sind. Und auch da wird schon einer von euch. Nicht wirklich. Nee, eigentlich gibt es nur einen, der okay ist. Die anderen sind alle cool, top und king. Aber, ihr Lieben, wir werden sehen. Also, ich fange direkt mal an mit dem Film, der für mich nur okay ist. Na? Und das ist Death Proof. Visuell ist Death Proof toll, aber wir wissen auch, warum Tarantino ihn gemacht hat, weil der ganz in seiner eigenen Blase verschwinden wollte. Der Mann hat selber Kamera gemacht bei dem Film. Der Film ist auf 16 mm geschossen und es geht eher so um die Liebe zum Exploitation Film. Und das hat er ganz gut geschaffen, das ist auch cool und natürlich auch wieder mit dem Zeigefinger von wegen so, meine Geschichte muss nicht rund sein, ich brauche kein anderes Ende. Das ist genauso wie es ist. Ich finde den Film auch okay. Ne? Also immer noch besser als vieles, 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 was so im Kino läuft. Aber es ist halt für Quentin nur okay. Ja. Meine Meinung. Ja. Also, Death Proof für mich nur okay. Der zweite Film, der für mich einfach nicht so gut funktioniert, ist Kill Bill. Ich packe ihn mal ehrlich gesagt doch auch mal ganz kurz hier hin. Und zwar, es ist so, dass wenn man Kill Bill 1 guckt, na, denkt man sich, Alter, bitte lass das nie aufhören, ja? Das hätte auch noch 6 Stunden, 7 Stunden weitergehen können. Ich finde, wenn man aber mitten im zweiten Film steckt, denkt man sich, scheiße, ein Film hätte auch gelangt. Deshalb glaube ich, von all seinen Filmen ist es der Film, den ich am unhäufigsten gesehen habe. Kann man das so sagen? Ja, ne, kann man. Am unhäufigsten gesehen habe. Ja. Es ist leider so, wie es ist. So, nächste Runde, Django. Django war der erfolgreichste Film, den Tarantino in den Staaten bis dahin je auf den Markt gebracht hat, was natürlich an Jamie Foxx und an Leonardo DiCaprio liegt. Aber tut mir leid, der Film ist cool. Und ihr entdeckt ihn immer mal wieder auch so ein bisschen mehr für mich. Und Message ist natürlich super. Aber ganz ehrlich, nee. Der war es nicht. Also da, viele von euch mögen die Hateful Eight nicht. Die Hateful Eight ist für mich der 10-mal bessere Western. Ja.
Zwei unterschiedliche Settings, keine Frage. Django Südstaaten, The Hateful Eight, Wyoming, Montana, da oben. Trotzdem. Ich fand auch die Farbe, die gemacht wurde bei Django, die fand ich so geht so. Es sollte ja auch sehr auf Italo-Western gehen. Und das ist auch okay. Und wenn ich so eine Italo-Western-Phase habe, ich schwöre euch, dann wird er auch bei Top landen. Aber ich glaube nicht, dass er bei King landen wird. So. Auf jeden Fall, der Film ist cool. Gar keine Frage. Reservoir Dogs ist so eine Sache. Jeder liebt den ersten Film eines Regisseurs, den er mag, oder eines Autors, weil irgendwie es fühlt sich freier an, es fühlt sich roh an, es fühlt sich ja einfach geil an, bevor irgendwie das Studiosystem da drauf guckt und bevor sich irgendwie möglicherweise alles so ein bisschen verbaut wird oder so. Und ich gucke gerne Filme, die so aus der Feder von wirklich noch Jugendlichen sind, aber das mit, also im Gegensatz zu Pulp Fiction war es halt, wir können Pulp Fiction mal ganz kurz auf King packen, denn für mich war das so eigentlich sein richtiger Erstling. Ich würde sagen, das Geld hat ein bisschen gefehlt für Reservoir Dogs, es war eine absolute Überraschung, ich liebe diesen Film sehr, aber der hatte so seine Zeit. Ja? Ich fand ihn in den 90ern spaßiger als in den 2020ern. Also liebe den Film immer noch, aber du, was soll ich euch erklären? Das wäre mein Reservoir Dogs. So, dann gucken wir mal ganz kurz weiter. Ich würde sagen, als nächstes käme Inglourious Basterds. Absolut top, aber besser als Reservoir Dogs. Dann würde ich gerne einmal Kill Bill hier zwischenschieben. So, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Lass ihn mal da, aber vielleicht doch eher so. Da müssen wir notfalls nachher nochmal gucken. Wir hatten schon drüber gesprochen, die Hateful Eight war bei euch, bei vielen von euch irgendwie nicht ganz oben. Da muss ich einfach, für meinen Teil muss ich sagen, nee, da sieht man zum ersten Mal, wie sehr sich das lohnt. Ich habe ihn auch auf 70 mm gesehen, wie sehr sich das lohnt, auch auf kleinem Raum. Irgendwas mal auf 70 mm zu drehen, so wie Tarantino es gemacht hat. Ich finde es unfassbar. Unfassbar. Unfassbar gute Arbeit. Visuell fast, obwohl er nur in diesem kleinen Ding spielt, ist der so gut. Visuell ist der einfach so gut, dass der auf jeden Fall bei mir. Könnt froh sein, dass er nicht unter King ist. Also er ist ganz weit vorne. Top. Und Jackie Brown. Eine ganz große Liebe. Zu Jackie Brown muss ich aber sagen, ich habe spät angefangen, Jackie Brown zu lieben. Erst so in meinen 30ern. Vorher war es so, es war so ein bisschen so eine Enttäuschung nach Pulp Fiction, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Mann mal das Buch eines anderen Menschen verfilmt. Ich hätte gedacht, das wird niemals passieren. Ich dachte, das ist für mich, Tarantino ist für mich ein Autorenfilmer, ja, also ein Mensch, der nur seine eigenen Bücher verfilmt. Ja, und dann hat er da Rum Punch, das ist das Buch, von Elmer Leonard, oder wer hat es geschrieben? Ich glaube ja. Und dachte mir irgendwie, nee, da fehlt mir so ein bisschen so ein Tarantino-Touch. Das ist auch nicht so gewalttätig natürlich. So ein paar Sachen, die er sonst immer gerne macht, sind da nicht. Aber im Hinblick auf LA, weil es ist das, was wir hier machen. Wir machen unseren California Countdown. Es ist einer der schönsten LA-Filme überhaupt. Der Film ist der Wahnsinn. Der Soundtrack ist kaum zu schlagen. Absoluter Hammer, Hammer, Hammer. Sitzt der da richtig, der Film? Ja, er sitzt da richtig trotzdem. Ja. So, und jetzt einmal zu unserem größten Wabonspiel. Also, als ich das erste Mal in Once Upon a Time in Hollywood war, da habe ich den Film nicht mit meinen Augen als Tarantino-Fan gesehen, sondern eher als normaler Kinogänger, ich habe keine Ahnung, welcher Film da läuft, lass uns mal sehen. Was ein großer Fehler war.
Denn wenn du dir einen Film anguckst von einem Künstler wie QT ist es, ja, dann beschäftigt man sich mit dem Künstler sowie mit seiner Kunst. Und ich versuche euch mal ganz kurz zu erklären, wo das Problem so ein bisschen war bei den Leuten, die aus dem Film kamen und zu mir gesagt haben, Alter, warum ist denn der Film so langweilig? Wir brauchen, jeder, der an einem Drehbuch arbeitet oder einen Film macht oder eine Geschichte erzählt, ja, wir haben eine, sowas wie eine Formel, damit das wenigstens einigermaßen funktioniert. So, und wir brauchen in den ersten 10 Minuten einer Geschichte ein Inciting Incident. Zum Beispiel, ich als Hauptdarsteller laufe jetzt mit meinem Hund über die Straße und ich zeige euch in den ersten paar Minuten, wie sehr ich diesen Hund liebe. Ja? Ich knuddel meinen Hund die ganze Zeit und dann kommt jemand angerannt und klaut mir meinen Hund. Das ist ein Inciting Incident. So, weil, was wollt ihr wissen? 90 Minuten lang hat der Film jetzt Zeit, euch zu zeigen und zu antworten, bekommt Ben seinen Hund wieder oder bekommt er ihn nicht wieder? Weil wenn ihr euch keine Frage stellt, 90 Minuten lang, warum solltet ihr dann weiter dranbleiben? Ne, es bedarf einer offenen Frage. Bekommt der Typ das Mädchen? Bekommt er seinen Hund wieder? Rächt er den Tod seiner Frau? Was auch immer es ist. Aber das brauchen wir. Denkt man. Es gibt eine andere Form von Film. Wie zum Beispiel, ich versuche mal ganz kurz an einen anderen Film zu denken. Ja, der Film, er ist auf Deutsch leider total bekloppt, der heißt Sommer der Ausgeflippten, aber der Originaltitel ist Dazed and Confused, einer der coolsten sogenannten Hangout-Filme, die es gibt. So, ein Lieblingsfilm auch von Tarantino. Ein Hangout-Movie funktioniert so, dass du mit den Charakteren, mit dem Setting, mit der Zeit möglicherweise, wo dieser Film spielt, so in Einklang gehst, dass du danach noch 15 Stunden hättest weitergucken können. Du brauchst es gar nicht. Du brauchst keinen blöden Trick, der dich in diesen Film holt, sondern alles, was da erzählt wird, ob es die Materie ist, die Charaktere, das Land, was auch immer es ist, gefällt euch schon so gut, dass ihr davon nicht mehr ablassen wollt. Das sind sogenannte Hangout-Movies. Und Tarantino wollte immer in seinem Leben ein Hangout-Movie machen. So, und das ist ihm mit Once Upon a Time in Hollywood unfassbar gelungen. Ich habe den Film mittlerweile 11, 12, 14, 16 Mal gesehen. Mehr als wahrscheinlich die meisten anderen seiner Filme. Und er wird immer besser und immer besser und immer besser. Und es ist die schönste Liebeserklärung, die ich je gesehen habe an L.A. und gerade an Hollywood. Die Kleinigkeiten, die einem auffällt nach einer Weile, es ist, ja, es ist einfach, es ist zu schön, es ist zu geil und wir werden auf jeden Fall auch noch mal nur über diesen Film reden. Aber ja, so viel sei gesagt. Das ist mein. Ich guck noch mal einmal drauf. Ja, ich würde sagen, das ist mein. So, das ist mein Ranking, aktuelles Ranking aller Tarantino-Filme. Ihr Lieben, ihr könnt gerne diskutieren. Das könnt ihr auch rüber zu Insta tragen, wie ihr es machen wollt, oder hier in die Kommentare schreiben. Wir werden sehen. Und wir sehen uns zu unserem nächsten Countdown. Also es kommen wieder Countdown-Folgen, die nicht waagerecht und lang sind, sondern nur 90 Sekunden lang. Die kommen dann von Insta und es wird ein paar Themen geben, die wir so wie jetzt hier auch länger besprechen werden. Und ich versuche das einigermaßen in Waage zu halten. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.